Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 147. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich ja letzte Woche an meiner Modellbahn Schönes gemacht habe. Ich bin Uli und los geht's. Heute zeige ich dir oder nehme ich dich mal mit zu einem Test oder einem, ja doch, wie ich, na, nicht nur Test, sondern auch wie ich was gemacht habe. Wir sehen es hier im Hintergrund schon, den Tomix 6415, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist ein Mehrfachradreiniger von der Firma Tomix und zwar original für das Kato-System, passt aber auch super mit allen anderen Systemen zusammen. Und wie ich das jetzt hier eingebaut habe, warum ich es eingebaut habe, das möchte ich natürlich heute zeigen und erklären und auch zeigen, ob es funktioniert und ob es was bringt und alles solche Sachen möchte ich natürlich heute mal durchgehen. Und ich denke, als allererstes zeige ich euch erstmal, wie das ganze Ding eingebaut wurde. Ich musste an diesem Radreiniger, Mehrfachradreiniger oder wie auch immer man das Ding nennen möchte, einiges noch modifizieren zum Schluss. Das ist zwar nicht unbedingt hundertprozentig nachher zu sehen, hat aber seinen Grund. Das sind relativ kleine Anpassungen oder auch relativ komplizierte, kann man sehen, wie man will. Wer dazu Fragen hat, könnt ihr mir gerne in die Kommentare stellen. Natürlich auch, wenn ihr eine Meinung zu dem Teil habt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier ziemlich viele Leute spalte damit. Die einen werden sagen, absoluter Schrott. Die anderen werden sagen, tolles Teil. Oder manche werden vielleicht sagen, habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Ich habe es ja schon mal in meinem Video vorgestellt, wo ich die ausländischen Sachen, wo ich die alle so kaufe. Und das hatte ich halt, wir haben es gerade gesehen, an dem Beipackzettel, der ist so wunderschön in Japanisch geschrieben. Das ist also direkt aus Japan, das Teil. Und weil hier in Deutschland kriegt man es nicht. Also entweder ist es exorbitant teuer, wenn ich es mal gefunden habe, wo ich sage, Leute, was soll das? Warum solche Preise? Das kann doch nicht wahr sein. Oder man bekommt es gar nicht erst. Ja, das ist das nächste Problem, was dann immer heißt, ist nicht mehr verfügbar, wird generell nicht mehr geführt. Entschuldigung. Und weiß ich alles für Sachen. Ich bin ein bisschen erkältet. Nee, erkältet nicht. Ich bin gestern das erste Mal Trike gefahren, deswegen vielleicht ein bisschen die Stimme. Es waren nur 6 Grad, aber es musste ja mal getestet werden. Okay, ich weiche ab. Komme ich aber noch mal irgendwann extra zu. Und ja, hier soll es praktisch hin. Ich baue das nicht in die Anlage ein. Das möchte ich nirgendwo auf der Anlage sehen, dieses graue Teil. Der nicht mehr Weichenantriebe irgendwo sehen möchte oder irgendwas anderes, werde ich mit Sicherheit nicht so ein Ding hier einbauen. Aber auf dem Testkreis hier vorne vor meinem Stellpult ist natürlich perfekt. Dann lasse ich eben die Züge hier ein paar Runden drehen. Das mache ich sowieso mitunter, wenn ich mal ein bisschen mehr fahren will, dass ich auch mal eine Lok hier unten ein bisschen warm laufen und. Das macht sich also recht gut. Und da passt das natürlich, dass ich das hier vorne gleich anbauen kann. Ihr seht nämlich da, wo das Klebeband liegt, darunter sind 2 Schalter. Das sehen wir nachher alles noch zur Genüge, keine Sorge. Da sind sie. Wie ich das übrigens alles einbaue und der letzte Schritt zu meinem Stellpult, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos mal sehen. Da kommt ja sowieso das Gesamtvideo noch. Das verspreche ich, glaube ich, schon seit einem halben Jahr mal zu bringen. Aber es ist ja noch relativ frisch, also ist noch alles offen. Und ich habe ja wieder ein paar Änderungen vorgenommen. Und da passt das ganz gut hier mit rein. Und ja, hier vorne habe ich jetzt, ihr habt es gesehen, mit einer kleinen Trennscheibe habe ich das Gleis aufgetrennt. Hier bin ich natürlich jetzt nicht mit dem Gleisschneider rangegangen. Das wäre ein bisschen, ja, Quatsch gewesen, weil dann ist das, wenn man das abknipst, dann sind natürlich die Schienen etwas immer so verbogen, da muss man feilen und machen. Das ging jetzt hier schlecht, obwohl ich die Gleise links und rechts noch ein bisschen, ja, weiter so 20, 25 cm abtrennen musste, dabei wir ja diesen Höhenunterschied haben, musste ich das ein bisschen trennen, damit ich eine smarte, ja, Steigung hinkriege von beiden Seiten. Es darf ja da oben nicht aufgrund eines Hügels irgendwie entgleisen oder sowas, sondern es soll ja seine Arbeit tun, das gute Teilchen. Ganz fixiert, wieder mal sehr schön. Ich habe das fixiert natürlich, weil ich, man sieht es auf der linken Seite, ist ja die Kurve schon ein bisschen auf. Ich bin noch wesentlich weiter dran gegangen. Hier sieht man mal auf den Bildern so ein bisschen, wie weit ich rausgehen musste, wie weit ich die Klammern da rechts gemacht habe. Und auch links habe ich schon ein paar Klammern weg. Man sieht den Weißleim ganz gut hier noch. Ich habe das praktisch nur, ich habe da nichts unterfüttert mit Pappe oder irgend sowas. Ich habe das smart liegen lassen. Ich habe die Gleise ihren eigenen Willen gegeben oder ihren eigenen Willen gelassen sozusagen. Habe lediglich mit ein paar Schaschlikspießen oder Zahnstochern das ein bisschen angehoben, damit der Weißleim, den ich dazwischen die Schwellen gedrückt habe, hart werden kann. Das hält sehr, sehr gut. Es ist nicht die schönste Lösung, aber hier vorne kommt ja sowieso noch Schotter hin. Hier sehen wir es schon, in der linken Hand drehe ich ein Putti. Damit bestimme ich die Geschwindigkeit sozusagen von diesem
Weichen-Radreiniger, Mehrfach-Radreiniger. Was ich gerade jetzt teste, da drüben ist ja die Klammer noch dran. Ich schalte sozusagen über das Stellpult auch den Kreis hier vorne an und aus. Und dadurch, dass ja die Klammer, diese Messingklammer drauf ist, gibt das natürlich einen Kurzschluss. Und das habe ich getestet, weil die linken beiden grünen LEDs, die da jetzt noch leuchten, die sind mein Z21-Strom. Das heißt, hier sehe ich, ob meine Z21 Grad Strom bringt oder ob sie einen Kurzschluss hat. Und das habe ich eben getestet, weil ich habe es angeschaltet. Es sprang auf Rot und damit habe ich gesehen, dass mein Z21 Strom nicht da ist. Also da, das ist mir schon oft passiert auf der Bahn, irgendwas probiert und gemacht und hin und her und vor und zurück. Und denke, mein Gott, warum fährt denn das nicht? Bis ich dann mal auf das Symbol geguckt habe, auf meiner WLAN-Maus, dass ich einen Kurzschluss hatte. Ja. So habe ich es auf meinem Stellpult drauf. Aber wie gesagt, das zeige ich in einem der nächsten Videos mal, um das Ganze dann, wie ich das gemacht habe. Ja, hier ein paar kleinere Anpassungen. Ich musste also Anpassungen vornehmen. Anscheinend wurde dieses Teil tatsächlich für japanische Modelleisenbahnen gebaut. Die haben nicht, irgendwie wollten die Züge nicht richtig drüber fahren. Wie gesagt, wen es interessiert, wie ich es gelöst habe, warum ich die europäischen, die westlichen Züge hier so schön fahren lassen kann, das kann ich separat mal zeigen, wenn es jemanden interessieren sollte. Wenn nicht, dann mache ich mir die Arbeit nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber wir sehen, es funktioniert fantastisch, es läuft. Natürlich muss ich einiges hier ein bisschen probieren. Ich fahre übrigens nicht so schnell, man sieht es, ich habe fünffach vorgespult oder schneller gespult. Und das ist schon ein bisschen besser so. Und jetzt teste ich mit verschiedenen Rüttelgeschwindigkeiten, mit verschiedenen Zuggeschwindigkeiten, langsam drüber, schnell drüber und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss musste ich nachher feststellen, ich habe meine BA94 draufgestellt, mit der ich jetzt die letzten Shorts ja immer gemacht habe. Und bumm, ist die immer an dieses Teil da angestoßen, an diesen Plastikkasten, was gerade neben der Lok da ist, ja, wo praktisch die Mechanik drin ist. Und ich habe es auch hier gerade reingeschrieben, der Reinigungseffekt des Ganzen ist super. Mir gefällt es super. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass ich ja die Donnerbüchsen, die beleuchtet sind, die nehmen ja Strom ab bei mir und liefern den Strom über die stromführenden Magnetkupplung zu meiner Lok und versorgen praktisch über die gesamte Zuglänge meine Lok mit Strom. Habe ich ja schon einige Videos gemacht, kommt auch noch ein bisschen was. Ich habe jetzt ja gerade erst, ich glaube, 30 oder 40 stromführende Magnetkupplung gekauft, weil bald geht's los, dass ich den Großteil meiner Modelle natürlich alle ausstatten will. Und wenn die Waggons alle Strom abnehmen sollen, auch die Güterwaggons sollen Strom abnehmen und zur Lok liefern, finde ich halt besser. Ist eine schöne Lösung, wenn man irgendwo ein bisschen was zickt oder wenn man eine Lok nicht so richtig will oder wenn doch mal was dreckig ist, hat man keine Probleme. Und auch die Beleuchtung der Waggons bei den Personenwaggons, die flackert nicht. Ja, aber jetzt bin ich ganz weit ausgeschweift. Und jetzt sehen wir es. Hier sind die Donnerbüchsen mit dem Licht. Man sieht, die flackern auch nicht, obwohl das Gleis nicht besonders sauber ist. Aber wenn wir jetzt über diese Stelle fahren, bleibt das Licht, weil alle Waggons und die Lok nehmen natürlich Strom ab. Das passt. Das habe ich ja schon zigmal gezeigt. Oder zigmal nicht, aber ich habe es schon mal gezeigt. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Und wie gesagt, ich musste ein bisschen was modifizieren. Wen es interessiert, rein in die Kommentare oder mir per E-Mail schreiben. In der Kanalinfo ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Machen ja auch einige, die mich direkt anschreiben immer wieder. Finde ich übrigens sehr schön. Ich freue mich über jede Art der Kommunikation mit mir. Das macht natürlich Spaß. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen aus einer etwas tieferen Perspektive. Das läuft fantastisch. Also ich hätte es echt nicht gedacht. Ich war so skeptisch. Ich dachte, na, das Ding, ob das mal rausbauen muss oder ob das Geld, ich weiß nicht, 30 Euro habe ich dafür bezahlt. Hier in Deutschland kostet das doppelt, dreifach teilweise. Und ja, da kam noch der Versand mit dazu. Da war schon, also ich glaube, mit Versand 39 Euro aus Japan hierher, kannst du echt nichts sagen. Also das ist schon super. Und ja, hier lasse ich einfach mal ein bisschen die 212 mit den Waggons fahren. Es geht super. Es entgleist nichts, egal wie rum ich fahre. Ich habe das so gut hinbekommen, dass das geht. Natürlich mit dem Putti am Stellpult da links kann ich die Geschwindigkeit dieser kleinen Rubbeldinger da einstellen. Und das passt. Funktioniert hervorragend. Natürlich ein bisschen SR24 da drauf getropft. Ich habe einige von den Pads mitgekauft. Dann hat man auch noch den Reinigungseffekt von dem SR24 mit dran. Super. Also ich möchte es nicht mehr vermissen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal hier laufen lassen. Ich habe verschiedene Garnituren, eben auch diese hier laufen lassen. Und die standen ja immer, wenn ich gebaut habe, draußen. Die Räder waren dreckig. Und wenn man jetzt mal genau hinsieht, ich glaube, ich hatte vorhin mal eine Großaufnahme gemacht, sieht man jetzt schon diese kleinen Abriebsachen, der Dreck, der schon auf den Pads ist. Und lass doch diese kleine,
kleine Sache hier immer sich drehen. Da fahre ich da eben 50 mal drüber. Na und, ist doch nicht weiter schlimm. Ich kann das Stellpult ja reinschieben. Das fährt ja weiter da unten drunter. Ist ja überhaupt kein Problem. Ja, jetzt lasse ich mal ganz langsam laufen. Auch das wollte ich testen, wie langsam das geht und ob das dann die Züge immer noch fahren, weil die ja immer da irgendwo mit ihren Rädern draufstehen. Ich kann es empfehlen. Wer Fragen hat, ab in die Kommentare damit. Ich bin für euch da. Macht euch eine schöne Woche. Ich bin nächsten Freitag 16 Uhr wieder für euch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich sagen, ja, macht euch eine schöne Woche, habe ich schon mal gesagt. Bis nächsten Freitag. Tschüssi, euer Uli. Bis dahin.